Da sind wir wieder mit Guybrush, Elaine, LeChuck und all den anderen Ganoven. Wir laden mal unser Spiel. Und ich darf vermelden, ich bin ein klein bisschen vorangeschritten und habe mich einfach mal hier so weiter zum Schatz begeben, dass wir nicht zu lange durch den Wald irren, weil ich das doch ein bisschen öde fand. Wir benutzen Schaufel mal mit dem X. This shouldn't take too long. Übrigens, ich probiere das mal kurz aus. Ich habe jetzt wieder auf Fenstermodus geschaltet und es müsste jetzt... Haha! Hours pass. Schöne Stimme. Da werde ich neidisch. Hey, I think I hit something. Oh boy. It's a T-shirt. Not my size, but a nice one nonetheless. Well, I guess I should put all this dirt back now. Ein T-Shirt. More hours pass. The legendary lost treasure of Melee Island. This carefully reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. Remember, there are other pirates on this island. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. That's good. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. Paid for by the Melee Island Chamber of Commerce. Was steht denn da drauf? I found the treasure of Melee Island and all I got was this stupid T-shirt. Attacke! So, damit haben wir das schon mal gemacht. Den Schatz, na? Wo geht's denn wieder zurück? Hallo? Lost in Translation. So, damit haben wir das. Jetzt gehen wir kämpfen! Kämpfen! Können wir den Schwertmeister besiegen? Sag mal, was war eigentlich die dritte Prüfung? Bin ich verrückt? Was war denn die dritte Prüfung? Klopf, klopf. I think I'll knock. It'd only be polite. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Could you train me to be better than the Swordmaster? Better than the Swordmaster? You? You could never be half the sword fighter Carly is. Even with hours of hard work and sweat and blood. I remember fighting side by side with Carla at Port Royal. The local constabulary had us cornered. It looked like we were done for, but then she said... But I digress. You just don't have what it takes. You know, you really should quit smoking. What I really should do is make you eat this stogie. Nein, komm zurück. What do you want? I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. Oh, I like your spirit. I'll do what I can. Ah. Of course, it'll cost you. Did you see my sign? I usually charge 30 pieces of 8 for a big job like this one. What do you got? All I have is this dead chicken. This isn't one of those rubber chickens with a pulley in the middle, is it? Hmm? Genau. I've already got one. What else have you got? Na gut. Well, I've got 30 pieces of 8. Say no more, say no more. Let's see your sword. I do have this deadly looking chicken.
Yes, swinging a rubber chicken with a big metal pulley in it can be quite dangerous. But it's not a sword! Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Check it out. Let's get to it. Okay, you maggot. Why don't you whip that sword out and let's see what you can do with it. Boy, you fight like a dairy farmer. I usually don't waste my time with vermin like yourself. But seeing as this LeChuck thing has put a cramp on business, I got no choice. I need the money. Yes, I can see this is gonna take some special measures. Just want you to know, I don't do this with everyone. It's only because I feel that special student-mentor pieces of eight bonding that I'm going to these lengths. I'm gonna put you up against the machine. The machine? Is this gonna hurt? Ihm nicht. Weak, 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 weak. Yikes. Come at me. Don't be afraid, you won't hurt me. Distance, distance! Use your forte against the foible. Use your forte against the foible. Distance, distance! Use your forte against the foible. Hours later. You're starting to get the hang of it. More hours later. Not bad. You've got good form. Now I'm gonna let you in on the true secret of sword fighting. Sword fighting is kind of like making love. It's not always what you do, but what you say. Any fool pirate can swing a sharp piece of metal around and hope to cut something. But the pros, they know just when to cut their opponent with an insult. One that catches them off guard. You see, kid, your wit's gotta be twice as sharp as your sword. Let's try a couple of insults out, shall we? Okay, imagine this. We're fighting up a storm. Just like Carla and I were doing at Port Royal. There's a sudden break in the fighting, and I say to you, you fight like a dairy farmer. You respond with? Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ach ja? Oh, yeah? I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like, how appropriate. You fight like a cow. You see, it's razor-sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with... How appropriate. You fight like a cow. No, no, no. That was the response from the last insult. Doesn't even make sense when used here. Ah. A correct response to, soon you'll be wearing my sword like a shish kebab, would have been something like, first, you better stop waving it around like a feather duster. See? Razor sharp. Now, I suggest you go out there and learn some insults. Hey, Penocton. Like I've been ripped off. Schön, I'm dich sure mal wieder zu sehen. Similar. Das gute alte Monkey Island. Was ist los? Kennst du das auch noch? Aus einer Zeit weit, weit Jahre zurück? So, dann wollen wir mal ein paar Piraten aufmischen, wa? Ich glaube 21, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie so um die 20, 21 Beleidigungen gibt es zu lernen, damit wir den Schwertmeister hier besiegen können. Ah, komm mal, dann laufen sie alle weg. Ey! Ah, geh wieder raus. Lass mich los. Komm her. Blutrünstiger Pirat. Oh, hässlicher Pirat. Komm her! Na, bist du wohl? Whatever you want, you scurvy lover. Denn schon, denn schon? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Schwing, schwing. Oh.
Was habe ich denn jetzt gemacht? Einen kleinen Moment. Was ist da denn schon wieder passiert? Wir verpassen uns immer. Ja, kann sein, kann sein, kann sein. Es freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt mal wieder reinschaust. So, mal gucken. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. Pling, pling, pling. This is the end for you, you gutter crawling cur. Das ist gar nicht, was er gesagt hat. I'm shaking. I'm shaking. My handkerchief will wipe up your blood. Das wäre gar nicht so falsch, aber stimmt natürlich auch noch nicht. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Plong. I give up. You win. So, der nächste bitte. Oh, jetzt bin ich da schon wieder hingelaufen. Was? Kommt her. Hey, du. Komm her, hässlicher Pirat. I cuts my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Maha. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich hätte schon alle Beleidigungen gelernt. Also hätte ich von Anfang an. Mal gucken, ob er auch die Antwort darauf kennt. This is the end for you, you irgendwas mit Mundgeruch war es, glaube ich. I'm shaking, I'm shaking. Kennt er nicht. Das mit dem Hund kannte er. Das hat er gesagt. Vielleicht kennt er da die Antwort My drauf. Handkerchief will wipe up your blood. So, you got that job as janitor, after all. Bling, 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 bling. You fight like a dairy farmer. Ach nein, das hast du von... How appropriate. You yeah. fight like a cow. Von wem hast du das denn gelernt, mein Freund? Bring mir mal was Neues bei. You call yourself a pirate? I'm insulted you'd even try to use that insult on me. So, jetzt bitte noch eine neue. I'm not gonna take your insolence sitting down. Das... I am rubber, you are glue. Völlig andere Sachen, die er da erzählt. I give up, you win. Ja, wenn ich dir jetzt erzähle, wie Subnautica gelaufen ist. Move out of the way, or I cut me way through. Auf jeden Fall hat es viel Spaß gemacht, aber ich bin durch. Und ich muss natürlich überlegen, ob ich das nochmal durchspiele. Auf YouTube kannst du übrigens die Folgen nochmal nachgucken, aber die sind natürlich sehr lang. Und ich glaube bei den Clips... Bei den Clips ist was von Subnautica, das empfehle ich dir mal kurz anzugucken. Das war nämlich ganz mal, also das war schon ganz amüsant mit der Rakete. So, My name is fight! Streetwood. Komm her! Prepare to die! Prepare to die! So, This Mundgeruch. End for you, you gutter crawling cur. I'm shaking, ah, kennt er auch nicht. Hatte ich sonst irgendwas nicht? Habe ich... Das hier ist, glaube ich, noch. Das kann ich I'm nicht. Not gonna take your insolence sitting down. Oh yeah. Ach, kennt er auch nicht. You fight like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a cow. Ja, aber jetzt bringen wir wenigstens was Neues bei. Hat nicht mal Schuhe, der Typ. I've heard you were a contemptible snake. Ach ja? Oh, yeah? Das war schon mal neu. Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Weil du so schnell weglaufen kannst wahrscheinlich. I give up, you win. So, the next, please. Ich halt euch alle auf. Aye, this better be important. Aye. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. This is the end for you, you gutter crawling cur. And I've got a tip for you. Get the point. You fight like a dairy. Oh, sehr gut.
How appropriate. You fight like a cow. Ding, 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 ding. So, was kennen wir denn sonst noch nicht? Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Das ist neu. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. You run fast. Sehr gut. This is the end for you, you gutter crawling cur. Kennen wir schon? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? And I've got a little tip for you. Get the point? Plang, plang, plalang. I've heard you were a contemptible sneak. Oh, I'm rubbing you or glue. Hab gewonnen. Das erste Mal. I give up. You win. Hallo, Wanderfalke. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Da oben. Komm, hol ihn ein. Hol ihn ein. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh, der hat doch. Nein. Nein. Ah, der kommt wieder. Oh. Komm her. What should be wanted, you scurvy lover? You scurvy lover? My name is Guybrush. Prepare to die. Prepare to die. Jawohl. Schwing, schwing. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Die beiden glaube ich noch nicht. I've heard you were a contemptible sneak. Too bad no one's ever heard of you at all. Et al. Ist das ein Franzose? I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh ja, da. How appropriate. You fight like a cow. People fall at my feet. Ah, das ist das mit dem Mundgeruch. Das ist das mit dem Mundgeruch. How appropriate. You fight like a cow. Look behind you. A three-headed monkey. Na klar will ich den einholen. Ich bin doch viel blutrünstiger. Ich bin der gemeinste, widerlichste, böseste Pirat hier auf der ganzen Insel. Oh, da kommen gleich zwei hintereinander. Krieg ich den hässlichen Pirat oder den hässlichen Pirat? Mal gucken. Komm her. Hi. Important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Bam. Kenn ich. Mundgeruch. People fall at my feet when they see me come. Ah, das ist lange her. Even before they smell your breath. Plop, plop, plop. People fall at my feet when they see me coming. Ja, sag bloß. Zack. Even before they smell your breath. Plang, plang, plang. Das hat sich also nicht geändert, dass sie das manchmal einfach stumpf wiederholen. Das hier können wir noch nicht. I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh yeah. Ja. Und den hier unten können wir auch noch nicht. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, eh? So. Mal gucken, wer gewinnt. You're no match for my brains, you poor fool. Er gewinnt. You run that fast? Blong. Uncle, Uncle! Was Uncle, Uncle sagen die? April, April. Uncle, Uncle? Ah, da ist der Blutrünstige. Important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Schwing, schwing. Was kann ich denn noch nicht? Das hier. I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh, I'm right. You are glue. So, was können wir noch? Das hier. You're no match for my brains, you poor fool. I'd be in real trouble if you ever used them. Have you stopped wearing diapers yet? So you got that job as a janitor after all. So, bitte noch eine neue, das wäre nett. This is the end for you gutter crawling cur. Gutter crawling cur. I've got a little tip for you. Get the point?
So, kann ich die neuen noch nicht benutzen? Doch, da oben wahrscheinlich. Das, was er mir jetzt gerade erzählt hat, kann ich noch nicht. I give up, you win. War eine Konfliktvermeidung, ich gebe das zu. What you be wanting, you scurvy lover? Was willst du, du Dreckschrubber? Dreckschrubber wahrscheinlich. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Damit ich mehr Antworten bekomme. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Letztlich muss ich die Schwertmeisterin besiegen. Und es gibt hier ungefähr, ich meine mich zu erinnern, ungefähr 20 Beleidigungen und die richtige Antwort darauf. Und die muss man möglichst alle lernen, um dann später mit der Schwertmeisterin, die ein paar andere Beleidigungen rausschießt, die richtigen Antworten zu haben. Deswegen, wenn ich hier alle schon habe, dann bringt mir das nichts, ihn zu besiegen. Also ich brauche dann eigentlich eher die neuen. Deswegen muss ich hier auch immer gucken, was ich noch nicht kenne. Hier von wegen, willst du mich mit deinem Geschwafel zu Tode langweilen? Hier wäre das. Bei diesem, dein Schwert würde dich aufspießen wie ein Schaschlik, wäre das Korrekte. Dann mach da nicht mit rum mit einem Staubwedel. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du den Job als Hausmeister bekommen und so weiter und so fort. Und einige kenne ich davon halt nicht. Und die lerne ich erst, wenn jemand anders darauf reagiert. Und momentan habe ich nicht so viele, die ich nicht kenne. Was war das mit dem Mundgeruch? Der hat mir alles beigebracht, was ich kann. So schnell kannst du also rennen. Hatten wir das mit der Narbe im Gesicht schon? Das hier hatten wir auf jeden Fall noch nicht mit den Windeln. Have you stopped wearing diapers yet? Oh, I am rough. Ah, Mist. Ja, und dann kennt er das nicht. Und wenn ich eine Sache noch nicht kenne, dann ist das hier mit der Narbe. I got this scar on my face during a mighty struggle. Oh, yeah. Na, er war auch nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich halt keine Fragen mehr, wo ich eine Antwort drauf haben will. Er könnte mir jetzt aber, wenn ich ihm hier, das hier zum Beispiel, ist keine Beleidigung. Dieses Junge, bist du hässlich, da verliere ich auf jeden Fall. Alle anderen Antworten kenne ich schon. Und wenn ich Glück habe, gibt er mir jetzt halt neue Fragen noch mit. Und deswegen verliere ich absichtlich. Just get out of sword fighting class. Ja, das ist tatsächlich richtig. Naja, okay. Da wüsste ich jetzt die richtige Antwort drauf und er würde verlieren. Na gut, können wir mal machen. Er hat dir alles beigebracht. He must have taught you everything you know. Flump. I give up. You win. Und jetzt habe ich halt, ich gehe aus dem Kampf raus und habe eigentlich keine, ich habe keinen Gewinn davon. Ne? Ich habe keine neue Antwort und ich habe keine neue Beleidigung. Cut your throat. So. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. I got this scar on my face during a mighty struggle. I hope now you've learned to pick in your nose. I've heard you were a contemptible snake. Und ich kenne niemand. Blablabla. Too bad no one's ever heard of you at all. So, und eine Sache hatte ich noch mit den Windeln. Have you stopped wearing diapers yet? I'm shaking. Na, das kennt er auch nicht. So, und jetzt verliere ich halt absichtlich, damit ich möglicherweise noch eine neue Beleidigung kriege. What an idiot. What an idiot. What an amateur insult. So. There are no words for how. Ja, siehst du, das ist neu. Oh ja? Oh yeah. Flump. Das ist neu. Behind you, a three-headed monkey. Da, 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 da. Ey! Ey du, vergammelter Pirat! Komm her! Oh Mist. Ah! Wenn ich an den Rand komme, dann kommt immer das Menü. Blutrünstiger Pirat! Be important. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Schwing, schwing.
So, jetzt haben wir die neue Beleidigung hier drin. Mit dem bist du wahnsinnig hässlich. Und den Windeln. Machen wir jetzt mit den Windeln zuerst. Have you stopped wearing diapers yet? Why did you want to borrow one? Zack. You're no match for my brains, ah, you poor fool. Das läuft gut. Kriegen wir möglicherweise noch eine neue. Dann solltest du sie mal benutzen. I'd be in real trouble if you ever used them. Kling, kling, blang, blang, blang. Und das hier ist auch neu. There are no words for how disgusting you are. Yes, there are. Sehr gut. You just never learn. Und jetzt hat er vielleicht noch eine neue für uns. Neue Beleidigung, weil ich glaube, sonst haben wir keine mehr. I've heard you, contemptible snake. Too bad no one's ever heard of you at all. Flom. Gewonnen! Oh, doch noch gar nicht. Ah. Aber ich habe jetzt nichts mehr. Das kennen wir alle schon. I got this scar on my face during a mighty struggle. Mal gucken, wer gewinnt. Oh, yeah. Ich gewinne! Muhaha! Wow. You're good enough to fight the soul. Na, ich glaube eigentlich noch nicht. Das wäre schon relativ schnell. This better be important. Ist es wichtig? Nice night we're having, isn't it? I sure hope you had something more important to stop me for. Ja, Moment. Why do you guys talk so funny? Pirate lingo. It's how everybody talked back then. Come on, Guybrush, play along. My name is Guybrush Streetwood. Oh, super. Prepare to die. Schring, schring. So, ich glaube, ich habe nichts Neues. Nee, ich glaube, ich habe nichts Neues. Boy, are you ugly. What an amateur insult. I've spoken with apes more than you. He must have taught you everything you know. Passt auch irgendwie, finde ich. My handkerchief will wipe up your blood. So you got that job as a janitor after all. Plong, plong, plong. Kann ich jetzt das, was er gesagt hat mit den Affen, habe ich das jetzt noch nicht? Hm. Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will. I am rubber, you are glue. So, jetzt verlieren wir nochmal kurz. Vielleicht hat er noch eine Beleidigung. You call yourself a pirate? Aha, is this the best you can come up with? Oh, na ja gut. I give up. You win. So, wer kommt jetzt? Der Blut. What you be wanting, you scurvy lover? Scurvy lover? Ever notice how all these roads start to look the same? Yeah. Now that you mention it, they do. It's probably just that we're tired. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Schwing, schwing. Wo ist das mit dem Affen? I've spoken with apes more polite than you. I'm glad yes. to hear you attended your family reunion. Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. First, you'd better stop waving it like a feather duster. I give up. Oh nein. Eigentlich wollte ich eine Amateur-Dingensbummens machen. Vergammelter Pirat, was haben wir hier? Blutrünstiger. Komm her. Komm her. Nein! Oh Gott, komm. Hör auf. Kann das so schwer nicht sein. Stinkender Pirat ist auch gut. Move out of the way, or I cut my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. Ich glaube, ich habe jetzt schon alles.
What an idiot. I'm insulted you'd even try to use that insult on me. So, gib mir was Neues. I'm not gonna take your insolence sitting down. Das ist nichts Neues. Das da. Oh, yeah? I've heard you were a contemptible snake. Auch nichts Neues. I give up. You also, wenn wir jetzt noch zwei Kämpfe haben, wo wir nichts Neues bekommen, dann gehe ich zur Schwertmeisterin. What you be wanting, you scurvy lover? My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. What an idiot. What an idiot. Is this the best you can come up with? People fall at my feet when they see me coming. Nix Neues. Even before they smell your breath? What an idiot. What's the matter? Just get out of sword fighting class. Ich dachte, das wären mehr Beleidigungen gewesen. I've spoken with heaps more polite than you. Familientreffen. I'm glad to hear you attended your family reunion. I've spoken with apes more polite than you. I'm glad to hear you attended your family reunion. Uncle, uncle! Stopping a pirate can be dangerous to your health. To your health. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Prepare to die. So, hast du noch was Neues? This is the end for you, you gutter-crawling cur. And I've got a little tip for you. Get the point. Me handkerchief will wipe up your blood. So you got that job as a janitor after all. I once owned a dog that was smarter than you. He must have taught you everything you know. I'm not gonna take your insolence sitting down. Your hemorrhoids are flaring up again, huh? You fight like a dairy farmer. I'm shaking, I'm shaking. Verliert er sogar. Wow, you're good enough to fight the sword master. Na gut, einen machen wir noch. Haben wir noch irgendwo einen blutrünstigen Piraten? Kommen wir da ran? Ja, der ist blutrünstig. Komm her. Whatever you want, you scurvy lover. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Vielleicht hat der noch was Neues? I once owned a dog that was smarter than you. Oh no. There are no words for how disgusting you are. Yes, there are. You just never learn them. Dann noch was Neues, bitte. I've heard you were a contemptible snake. Nix Neues. Too bad no one's ever heard of you at all. So. Boy, are you ugly. I'm insulted you'd even try to use that insult on me. Letzte Chance. I got this scar on my face during a mighty struggle. Wie viel sind das denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun,
10, 11, 12, 13, 14 war das nur. I hope now you've learned to stop picking your nose. Na gut. Wow, you're good enough to fight the sword, master. Dann machen wir das doch. Shoot, shoot. Move out of the way, or I cut my way through. My name is Guybrush Threepwood. Prepare to die. Na, hast du noch was? Boy, are you ugly. Is this the best you can come up with? Nobody's ever drawn blood from me, and nobody ever will. Kannst du schnell weglaufen? And I've got a little tip for you. Get the point? Have you stopped wearing diapers yet? He must have taught you everything you know. Flum. Uncle, Uncle! Jetzt aber. Einmal bitte zum Schwertmeister. Zacki. Wir müssen noch unsere Prüfung abschließen. How dare you approach the Swordmaster with... Oh, it's you again. Yep. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you. Nothing like being honest. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Let's get this over with. Yeah. My tongue is sharper than any sword. Mein Schwert würde ich in 1000 Stücke schneiden. First, you'd better stop waving it like a feather duster. Das war schon mal richtig. Ich glaube, bei ihr muss ich 5-mal. There are no clever moves that can help you now. Jetzt gibt es keine Finden mehr, die dir helfen. You run that fast? Nee, das war falsch. I usually see people like you passed out on tavern floors. Ja, das ist das Familientreffen. Ganz klar. I'm glad to hear you attended your family reunion. 2-1 für Guybrush. Every word you say to me is stupid. Alles, was du sagst, ist dumm. And I've got a little tip for 2-2. You. Get the point? I've got the courage and skill of a master swordsman. And I've got a little tip for you. Get the point? Oh je, jetzt muss ich aber reinhauen. No one will ever catch me fighting as bad. Ja, weil du so schnell laufen kannst, das ist klar. You run that fast? Ah, wir können uns aber hier schon ordentlich betteln. Now I know what filth and stupidity really are. Could you repeat that? I didn't quite get it. Now I know what filth and stupidity really are. Wie dumm und verkommen man sein kann. Passt alles nicht, ne? Why did you want to borrow one? Oh, es geht noch weiter. Ich dachte, ich hätte verloren. Only once have I met such a coward. Ja, du musst alles von ihm gelernt haben. He must have taught you everything you know. So, Entscheidung. My wisest enemies run away at the first sight of me. Ah, sobald sie deinen Atem riechen, gute Frau. Even before they smell your breath? Tada! Guckste!
You win. Yeah. Well, I hope you're happy. Yeah. You can go back and brag to all your friends about how you beat the Swordmaster. You'll need proof. Here. This should convince them. Was habe ich denn bekommen? Noch ein T-Shirt. It says, I beat the Swordmaster. Sehr gut. Muss ich jetzt noch zu dem... Was war denn die dritte Prüfung? Ein Schatz, den Schwertmeister. Und was war das letzte? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss zu den Piraten. Ich hab's mir nicht gemerkt. Oh. What was that? Das war LeChuck. I'm so confused. Er hat Elaine entführt. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. What? By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. I'm afraid we've seen the last of her. So where were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. I'll go get a crew and a ship and go rescue her. That's not gonna be easy, you know. LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Oh yeah, I almost forgot. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Attention, pirates of Melee. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Mhm. Hey Leute, ich bin zurück. Keiner mehr da. What's wrong, old sot? The governor is gone. LeChuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. She was so good to me. Always conveniently losing those health board reports. For a small consideration, of course. What'll become of my business? Oh, woe is me. Na gut, dann befreien what can wir. I do to save her? Get a crew? Let's get a ship and go after her. The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. All you need to do is find a way there. Where can I get a ship? Why, it's Smiling Stan's used shipyard. Same as everybody else. Tell him I sent you. We're old friends. Right. I'm off. Good luck. Be sure to wear your mittens. And your galoshes. And don't forget to write. Bye now. So, jetzt wollen wir erstmal Otis befreien mit einer Portion ätzendem Grog. Jetzt muss ich mich beeilen. This stuff is eating right through the mug. Lauf. Lauf schneller. Klick. Schneller. Oh. Er schmilzt. Wir müssen da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mist, jetzt ist er gerade weg, ne? Ah.
Kann ich da irgendwie noch schneller hin? Ich war das nicht. Ist jetzt schon wieder passiert? Och, Menno. Lass das doch mal. Kann doch nicht so schwer sein. Hey, where'd you go? I hike halfway across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, phew, you're gone. Poof. See if I ever do you a favor again. What do you want? I think I'd just like to browse. Okay, but don't put your lips on anything. Okay. Ich komme später wieder für die Bürgschaft. Ich lasse jetzt einfach die Tür auf. Ach, wenn ich an den Rand gehe, dann kommt immer... Egal. So. Nochmal mit dem Krug. Ich kann das vielleicht umfüllen. Oh. Benutze Krug mit Fass. Los geht's. Ja, ich glaube, das ist der Trick. Oh, da geht er schon zur Neige, der Krug. Los, lauf. Lauf, Guybrush, lauf. Benutze schmelzender Krug. Oh. Wo ist es? Benutze schmelzender Krug mit Krug. So, da ist er wieder ganz. Benutze schmelzender Krug mit Krug. So, das muss jetzt klappen. Benutze schmelzender Krug mit Schloss. Ich hol dich raus. Ich hol dich raus, Otis. Der gute alte Grog. Wow. And to think I used to drink that stuff. I'm free. Oh yeah, thanks. If there's anything I can ever do for you. Well, actually, there is something. I'm looking for brave people to join my crew and sail off to Monkey Island with me to rescue the governor. She's been abducted by the fearsome pirate LeChuck and is being held against her will somewhere in his secret hideout. I see. Well, yes, LeChuck, you say? Well, yes. Yes, of course. We must sail to Monkey Island and... Hey, look behind you! A three-headed monkey! I can't believe I fell for that. Pretty good trick, though. Zack. Jetzt schwatzen wir die Schwer... Oh, inzwischen. Meanwhile... Having just returned from Melee, LeChuck and his crew find their old hiding place in the underground rivers of Monkey Island. And drop anchor. Captain, sir, I just stopped by to congratulate you on your kidnapping mission. Captain? Captain, are you all right? Never felt better. And how fares our prisoner? Ah, yes, the prisoner. We had a little trouble. Trouble? No, nothing to worry about, sir. Everything's under control. She escaped a few times, but we've got her locked up in the brig. No one's getting in or out of there. For your sake, I hope not.
with years of planning almost destroyed by my death. I'm not taking any chances now. You took care of Mr. Threepwood then? Guybrush Threepwood will not be a problem. At this very moment, he's 20 feet underwater. Probably bloated up like a fattened pig. His eyes being eaten out by crabs. Fish glaubst du? Pecking at his fingers. Kinda makes you wish you were there to watch. Ah, yes, sir. Ugh. Sure does it that. Now, go check on the root. Make sure it's locked up tight. Aye, aye, Captain. So. Wir holen uns jetzt unsere Crew. Otis ist nämlich schon dabei und zwei brauche ich noch. Nämlich Meathook und die Schwertmeisterin Carla. Oh, die Tür brauchen wir jetzt nicht mehr. Mach mal zu. Der arme weinende Koch. Der holt sich sonst noch was weg. I'll save you, Elaine. I promise. I promise. So, Meathook, ich komme. Hey, Meathook. I told you, I don't have the time to show you any more tattoo tricks. The governor's been kidnapped. What? That's preposterous. Oh, really? Take a look at this note they left. Oh, no. This is horrible. What are we going to do? We could just wait here for them to come back. Yeah, we could do that. But it might get kind of boring around here. I know. We could get a ship and a crew and go rescue her. What an idea. Now, if we only had a captain. Well, what about me? Ha! You? Ha! Oh! That's a good one. Hey, I'm serious. Really? Really? Okay, let's see you prove it. Walk this way. Achtung, jetzt wird's ein bisschen gruselig. That I want to show you. Something horrible. Something so horrible that I stay awake at night just thinking about it. But I don't mean to scare you. I'm sure a big brave guy like yourself will have no problem facing this monster. Dass ihm beide Hände abgerissen hat. Smaller than the beast that bit off my hands so many years ago. Arr, 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 arr. Let's just hope you're quicker than I was. Oh, I just remembered something. I never did get around to feeding him this week. Ha 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 ha! Silly me! I'll let you open this last door yourself. Just let me get out of your way. Wait. Getting cold feet? No, I just don't know what I'm supposed to do. You're supposed to open that little door.
And if you're brave enough, touch the beast inside. Oh, is that all? Dun, 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 dun. Okay, go ahead. If you've got the guts. It won't budge. It won't budge. It won't budge. Na, schiebe. It won't budge. Hm? I don't see anything special about it. It won't budge. Ziehen. It won't budge. Schieben. It won't budge. Ah. Da ist es. Fühlen, anstupsen, antippen, reizen, stochern, stoßen, stören, streicheln. Blutdürstiger, geflügelter Teufel. I don't believe it. You are a brave man after all. You faced the beast I've feared all these years. You had the guts to do what I never could. I feel like such a coward. I'm not good enough to be on your crew. I'm not even good enough to swab your decks. Oh, come on, Meat Hook. You're a big, strong, good-looking guy with a talking tattoo. You can swab my decks anytime. Really? Sure. I can still be on your crew. Just pack your stuff and meet me at the dock. Oh, thank you. Thank you. I won't let you down. Hey, maybe I'll get a chance to show you my whole tattoo routine when we're at sea. Wow, this is sounding better and better all the time. So, Chiki, einmal noch rüber. So, und jetzt wollen wir noch unsere dritte Teilnehmerin, unser drittes Crewmitglied finden. Dann brauchen wir nur noch ein Schiff und ab geht's nach Monkey Island zur Rettung unserer geliebten Elaine. You've already got the t-shirt. What do you want now? The governor's been kidnapped! What? That's ridiculous. Oh no. This looks bad. Very bad. I'm getting a ship and a crew together to go rescue her. Hmm. I have a feeling I'm going to regret this, but count me in. I'll meet you at the dock. Tada! Das war einfach. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt nur noch das Schiff. Dann treffen wir nämlich Stan. Stan hat echt eine Menge zu erzählen. Das kann ich schon mal verraten. So, hier hinten nämlich. Handelsplatz für gebrauchte Schiffe. Und das, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Das Wochenende ist gar nicht mehr so fern. Haltet durch. Ich bin jetzt raus. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao und tschüss.